war hart. War deine Nacht. Es war ein bisschen kalt, oder? Kalt, ja. Und keine Nacht? Ja, kalt und windig und schlecht geträumt. Mhm. Ah ja, gut, dass der Tag angebrochen ist. Ja. Ich gehe mal Frühstück holen. Okay, ja. Ich muss fertig haben. Ich habe noch ein Statement abzugeben. Direkt in die Kamera. Ich war schon immer ein Freund von Just-in-Time-Lösungen. Auch in der Natur. Thank you.
es gibt also Eier gemischt, also ein Fleisch, Gemüse und so. Und es gibt Brot, es gibt Moschel. Moschel habt ihr noch nicht probiert, oder? Doch, doch. Geht rein. Und wie viel Bus? Also nur, wir konnten noch nur sagen, wie viel wir haben. Ich würde da 4 Bus essen. Ja? 4. 4 plus 2. 2 ist das wenig? Ja, du musst ja mal ein bisschen aufpassen. Ich hab ja auch gut. Jetzt machen wir ja das Frühstück. Was war das Frühstück? Das ist nicht. Wo hat das kurz gefunden? Wir hatten vielleicht solche Gesichter im Leben nicht gesehen. Das war eure Gesicht. Wo ist das Gebäude? Du Schicht 90 Jahre. Diese so wurde schon ein paar 90 Jahre gegeben. Deutsch Schmuckkörbchen, Kosmos Pinatus. Ja. Ah, die Mitarbeiter hier. Das sieht mein Salz aus, wie die Schuhe. Was sagst du? Bucherspanien, und das wird da. Das wird selber. Koch. Also Feuermacher. Ja, ist alle Mitarbeit. Oh. Sorry. Schuhe sind ganz ordentlich aus. Ganz sehr sauber. Ganz sauber und ordentlich. Toilette für Männer. Und für andere Sachen. Das ist deine Klasse, ja? Schulklasse. Was ist? Du, Mathematiker, also. Schulklasse von, also den Raum für Mathematiker. Mathe, also, ja. Warte mal. 5 plus 3. Hauptelfen oder hinten? Nein. 8. 12 geteilt durch 6. Arroi, du Rattbaut. 2. 4 mal 23. Julien, warum oder du zu viel? Noch nicht bei David. David, Motorlitzen haben wir noch nicht. In welche Klasse? Schicke rein. Nick!
Fünfte Klasse. Und Englisch habt ihr auch? Englisch auch cool. Arquator. Es wird dieses Jahr. So, good luck for the foreign language. Ich werde ein. Was hast du gesagt? Viel Glück mit der Fremdsprache, nicht? Leute, du, ich finde jetzt auch selbst geschrieben, ja, denkt es mal. Wie ein Lehrer sage ich euch, ihr lernt fürs Leben. Was? Ihr lernt fürs Leben. Ich bin gerade noch Unser Mogi spricht perfekt Deutsch. So, jetzt sind wir relativ schnell durchgefahren. Ungarisch nennt man diese Boot Schafboot. Honnenboot, also das sieht ein bisschen scharf aus, ja. Scharf. Okay. Was gibt es oben im Laden zu kaufen? Nähstoffe. Hast du Auftrag? Kann man hier was nähen lassen? Waffen. Okay. Anzug. Ja, ich bin hier.
던진 저도 없어요. 해가 없고 다 닫아두고 있어. 인자마루. 자. 인자마루. 나도 걸은 줄 나 하고 자네 아유 죽고 자네 아신 좋아 아 근데 헐 좋을 텐데 좀 근데 여기서 어떻게 자 뒤고 비자 나가요 그나야 여기 돈 수준 이 길단 앞에 vielleicht 수식까지 나도 좋아 바이러스 민도. 어떤 이 나라 나오는 니들이 숨으로 여쭤 갖고 인게 여고. 근데 만에 가도 알았어. 아, 다 나갔어. 세네가. 어. 바이러스 민도. 근데 이니 우쭐지. Hier geteilt. Mal gucken, ob das funktioniert. Oh ja, kannst du mich dann schicken? Ich hab zwar kein Netz, aber ich habe mal. Genau, ja. Der Standort dürfte doch stimmen, oder? Standort oder hast du GPS-Code lassen? Na gut, ich habe jetzt mal das hier so hier geschickt eigentlich. Mal gucken, ob das stimmt. Ne? Ja. Thank you.
Also wenn wir jetzt den Hügel aufwärts schauen, bergauf schauen, sind eindeutig Strukturen einer verlassenen Siedlung, ehemaligen Siedlungen zu erkennen. Archäologische Befunde gibt es dazu momentan noch nicht, aber ich würde darauf schließen, dass es sich vielleicht um ein altes Nomadencamp gehalten hat, aber im besten Falle und archäologisch noch interessanter, eventuell sogar der Ausgangspunkt einer, der Überrest einer Skythensiedlung. Ja, also ich werde den mal im Archäologischen Institut nachfragen, in Frankfurt am Main, um zu schauen, um welche Stelle und welchen Platz archäologischer Bedeutung es sich hier im Einzelnen handelt. Skythen aus, ich würde sagen, 2010. Maximal. Ja, Alex, schau dir doch mal diese Landschaft an, diese Ruhe. Vermittelt Seelenruhe. Ich glaube, wenn wir zurückkommen nach Good Old Germany, werden wir so tolle Landschaften und die Ruhe nicht mehr haben. Ja, die Landschaft lädt praktisch zu Bluttiefdruck ein, wenn ich das so formulieren darf. Entspannend, schön, ausspannend, ruhigstellend. Ja, Seneca hat mal ein Buch geschrieben von der Seelenruhe. Ich glaube, die Landschaft würde dazu inspirieren, ein ebenartiges Buch zu schreiben. Aber gut, so ist es.